Herzlich willkommen zur dieswöchigen Ausgabe der GMBN-Show. Heute unter anderem mit dem Banger der Woche aus Österreich. Wir erklären das Wort dies. Richtig. Und Kontroverse der Woche. Sollte man Fahrradklamotten bei Zara kaufen? Plus, wir sprechen über das neue Kommensal Downhill Bike. Pickepacke voll und jetzt geht's los. Also, unser Thema diese Woche ist, dass der Fashion-Riese Zara ja eine Linie rausgebracht hat, explizit für Mountainbike-Sport, also mit normalem bis günstiger Preisrange, so Trikots für 40 Euro, Wintertrikots 60 Euro, Hose 50 Euro. Ja, einfach im mittleren Bereich. Auch eine Jacke für 80 ist dabei. Ist teilweise schon richtig günstig, ja. Finde ich. Ein bisschen zu günstig. Und deswegen schauen wir uns heute mal an, ob diese Produkte wohl einer fachgerechten Nutzung standhalten würden. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit einer blauen Regenjacke. Kostet okay. 80 Euro. Farbe ist ja bekanntermaßen Geschmackssache. Logo hinten drauf gefällt mir jetzt ganz gut. Das ist kann man machen. Bikisch. Sieht nach Bike aus auf jeden Fall. Ne? Ist zwar auch nichts Besonderes, aber stört jetzt auch nicht großartig. Anscheinend hat die so eine große Kapuze, dass auch der Helm drunter geht. Ist fragwürdig, ob das so ganz klappt, aber meistens... Ist ein gutes Feature auf jeden Fall, ja. Was aber tatsächlich interessant wäre und nicht angegeben ist, ist die Wassersäule. Also richtig. Ist fraglich, wie wasserdicht das Ding tatsächlich ist. Aber was ich cool dran finde, ist, es hat hinten so Taschen, wie Rennradtrikots hinten dran. Ist doch niemand drauf gekommen so bisher. Bisher nicht, nee. Und man spart sich dadurch theoretisch halt irgendwie so ein Hipbag oder einen Rucksack oder sowas. Deswegen eigentlich keine schlechte Idee. Aber es gibt einen Grund, warum das noch keiner gemacht hat. Und ich glaube, das ist so dieses Konzept, so Tesla hat Autos in Kalifornien entwickelt am Anfang und dann haben die halt bei Schnee teilweise so ein paar komische Sachen gehabt und so auch da, weil natürlich spritzt der Dreck an den Rücken hinten beim Fahrradfahren und dann fallen die kompletten Taschen mit dem Dreck voll, der da hinspritzt. Das heißt, im Endeffekt holst du nach jeder Fahrt aus deiner Regenjacke einen halben Wald raus. Vielleicht kann man das auch an so eine Wasserblase anschließen und die dann auffüllen lassen während dem Ride. Ja, also... frischem Regenwasser. Müsste man auf jeden Fall mal testen. Ja. Nächstes Produkt. Nächstes Produkt sind Jerseys, Pullis. Man kann es nicht so richtig definieren. Ist ein interessantes Material erstmal. Mhm. Sieht cool aus. Sieht cool aus. Ja. Ist die Frage, ob der auch eine spezielle Funktion hat jetzt. Ja. Aber gerade so für den Herbst, für so Übergangszeit, sieht es ganz spannend aus, oder? Absolut. Ich finde, der Schnitt ist in Ordnung. Das Design ist auch gut. So ein paar kleine Designelemente und sowas. Kann man machen, fairerweise muss man sagen, könnte man auch jedes andere x-beliebige Wanderlauftrikot oder sowas nehmen, was man ja sowieso geil machen kann beim Biken, aber 40 Euro ist okay. Ist okay. Kurz mal vorweg, wir werden da gleich auch noch mal ein bisschen kritisch auf die ganze Sache drauf gucken. Das ist richtig, genau. Das soll jetzt einfach nur eine Produktvorstellung sein. Genau. Aber weiter in der Produktvorstellung, nichtsdestotrotz. Es gibt nämlich noch ein paar eher kuriosere Produkte, wo man sich fragt, was sollen die? So eine Boxshorts. Boxershorts im Endeffekt, so eine Sporthose, eine goldene, wo man sich wie so ein Olympionik aussieht, gefühlt. Also vor allem mit Knieschonern geht es auf gar keinen Fall. Weil dann hat man dieses Gap zwischen Knieschoner und Hose, was wir natürlich, ist natürlich fashiontechnisch ganz, ganz schwierig. Und auch, es gibt noch eine Jogginghose mit Fleece irgendwie, die dann als Ridinghose auch genutzt werden kann. Da sehe ich ein paar gemütliche Dirtjumper vielleicht drin, aber auch da. Naja, gut. Schwierig. Aber wir haben auch noch ein spannendes Produkt dabei, und zwar eine tatsächliche Ridinghose. Die gibt es für 50 Euro und das ist wirklich extrem günstig. Also ich sag mal, eine hochwertige, lange Fahrradhose, da zahlt man sonst gut und gerne auch mal 150 Euro für, was zugegebenermaßen wirklich viel Geld ist. Aber 50 Euro, nicht so viel. Ja, ist halt die Frage, ob es auch wirklich hochwertig und gut oder so hochwertig und gut ist wie eine normale Fahrradhose. Das weiß man jetzt nicht, wie gut das Material hält. Könnte sein, dass es schnell reißt oder so. Das könnte absolut getestet. Sein. Ja. Ansonsten finde ich sie nicht schlecht. Also ich meine, All Black sowieso gut, kleines Logo hinten drauf, ist auch beliebt bei Fahrradhosen. Also ne. Und ich finde auch von der Passform ist es nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob es mit dicken Knieschonern gut klappt. Und ich finde sie unten ein kleines bisschen zu weit vielleicht. Ich mag das, wenn die sehr eng dann am Knöchel ist. Ja. Aber ansonsten, ich glaube, das Material ist wirklich die größte Frage. Und auch. Man muss aber sagen, wahrscheinlich gelingt es Zara fast schon leichter als irgendwelchen kleineren Fahrradmarken irgendwie an gute Materialien günstig ranzukommen. So, das ist wahrscheinlich. Die Frage ist, wie viel da in die Forschung gesteckt wurde, dass sie wissen, welches gute Material, weil es kann gutes Material sein zum Cross-Country-Fahren oder was auch immer, aber wenn du einmal draufstürzt, dann reißt das Ding auf und ich sehe hier auch keine irgendwie abgesetzten Nähte im Kniebereich oder so und dann ist die Chance, dass es komplett aufreißt, relativ groß. Deswegen, ich habe auch keinen Zara-Testprogramm im World Cup gesehen. Ich auch nicht. Ja, genau. Also im Grunde genommen kann man sagen, es sieht eigentlich alles nicht so schlecht aus. Es gibt auch noch eine kurze Hose, die ganz in Ordnung aussieht.
Die Klickschuhe sehen auch in Ordnung aus, das sind einfach gebrandete Schuhe von einer anderen Marke. Und da kann man sich dann natürlich schon mal fragen, warum nicht das Ganze jetzt mal ausprobieren und warum nicht das Ganze testen? So. Aber man hört schon fast die Schreie durch die Kamera jetzt hier durch, so, Finger weg, Fast Fashion, was wollt ihr bei Zara mit dem ganzen Ja, neue Kollektionen, Arbeitsbedingungen, was weiß ich. Und es sind auch wirklich alles sehr wichtige Themen. Ja. Aber man muss da auch mal mit ein bisschen genau auf unsere Bike-Branche schauen, weil wir sind da auch kein ganz unbeflecktes, wie sagt man, ist man ein unbeflecktes? Wir wissen alle, ich weiß auch nicht. Fraglich, weil ja, es ist halt auch so, dass man in der Bike-Branche mittlerweile teilweise 4 Kollektionen pro Jahr hat, was vor ein paar Jahren noch eine Kollektion war oder sowas. Ne? Jedes Jahr eine neue, irgendwie neue Designs, den Leuten wird es ja zu langweilig, was rauskommt. Dann und dann muss man sich das Neue kaufen, genau, das ist das Problem. Genau, eine Special Limited Edition, dies, das, raus. Ja, richtig. Und was ja auch noch bei den ganzen Bike-Brands schwierig ist, ist teilweise rauszufinden, wo die ganzen Sachen produziert wurden. Ja. Was jetzt Zara hingegen hinkriegt, weil da steht bei jedem Produkt dabei, woher das kommt. Und das ist bei ganz vielen Bike-Händlern, eben Bike-Marken, nicht der Fall. Auch wenn man wirklich sehr genau nachschaut, und bei Zara kommt dazu, das meiste von dieser Linie ist sogar aus Spanien, also sogar aus der EU. Und das ist mal, wie gesagt, nicht schlecht. Also es gibt auch positive Beispiele in der Bike-Branche. Ich habe da, wie gesagt, mal recherchiert. Zum Beispiel Rafa ist sehr transparent, wo sie ihre Klamotten herbeziehen. Das ist stark. Mons Royal auch. Und dann gibt es natürlich auch noch extra Fairwear-Marken. Zum Beispiel Montserrat, eben hier aus dem Schwabenland. Local Autowear aus dem Schwarzwald zum Beispiel auch noch. Die machen es auch ziemlich cool. Genau, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Also, ja, ich finde, man kann ja dann einfach sagen, klar, wir müssen es jetzt nicht unbedingt unterstützen, aber wir können die Vorteile oder das Positive vielleicht ein bisschen daraus ziehen. Ja, und ich sehen, okay, Bike-Branche, nehmt euch mal ein Beispiel. Richtig. Gebt an, wo ihr eure Sachen her habt, vielleicht mehr in Europa. Das wäre auf jeden Fall spannend, ja. Und dann wäre es super spannend, von euch zu wissen, ob ihr euch da Gedanken macht, bevor ihr sowas kauft. Ob vielleicht jemand schon die Zara-Klamotten bestellt hat. Vielleicht müssen wir das hier mal machen, tatsächlich. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Kommentar der Woche. So machen wir es. Okay, so meine lieben Freunde der Kommentarspalte, wir haben diese Woche mal wieder ausgewählte Kommentare für euch. Und zwar hat der Mike Sauter kommentiert, ob wir das eigentlich mit den Locals abgesprochen haben bei der längsten Abfahrt, die ja letzten Sonntag rauskam. Klar haben wir das abgesprochen, machen wir immer. Wir brauchen da tatsächlich sogar Genehmigungen, also ist alles genehmigt und wir sind gern dort gesehen worden, oder? Kann man so sagen? Ich hoffe es zumindest, ja. Richtig, ja. Genau. Es geht weiter mit einer Frage von Fatbike Amberg. Und zwar fragt er, welche Abfahrt in Bayern meint ihr? Und zwar gibt es da eine Abfahrt im Bayerischen Wald in Niederbayern, die unter anderem den Knierschlepperer Trail beinhaltet. Ich habe 5 Jahre in Niederbayern gelebt und ich kann immer noch kein Wort. Das klingt mit dem Ausirdischen. Ganz wild, was die da unten treiben. Vom Aber runter, dem höchsten Berg, den es da auch gibt. Also schaut euch das ruhig mal an. Okay. Genau. Dann hatten wir in der Show der letzten Woche den Kommentar von Peter Heidens, der sich über unseren Witz gefreut hat. Mit diesem Bruch habe ich nicht gerechnet. Ist schön zu sehen, dass es da mal Leute gibt, die über die Witze kommentieren. Richtig. Die übrigens immer, wir beenden die Show immer mit einem Witz. Also dranbleiben bis zum Ende. Ja, da gibt es immer noch ein kleines Highlight. Und Leon schreibt, also das einzige Foampit, in das er gesprungen ist, war bisher ein Schneehaufen mit einem Kicker. Habe ich früher auch sehr gerne gemacht, mein Freund. Das Problem ist, der Schnee komprimiert sich immer sehr schnell und ab der dritten Landung wird es sehr, sehr hart. So ein Skiding, ne? Also ich habe es noch nie mit dem Fahrrad gemacht. Ah, echt? Doch, ja. Wir haben das immer, ein bisschen haben wir das gemacht. Aber okay. Ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Kann man mitnehmen. Dann sind wir ja schon bei den Wintertipps. Da hatten wir nämlich auch ein Video dazu, quasi zum Fahrrad-Setup im Winter. Und da hat der Michel Schönepp noch ergänzt, dass es beim Silikonspray wichtig wäre, darauf zu achten, auch ein biologisch abbaubares Silikonspray zu nutzen. Einfach, um der Natur nicht unnötig zu schaden. Richtig. Finde ich einen coolen Nachtrag. Ja. Nehmen wir so. Genau, also Silikonspray muss man einfach dazu sagen, vielleicht um aufs Rad zu sprühen, dass der Dreck schneller abfällt und sowas. Genau. Okay. Außerdem Benny Michelin schreibt, er hatte schon mal ein Snakebite im Mantel. Das haben wir nämlich gesagt, dass das eigentlich nicht möglich ist mit Tubeless. Frag mich nicht, wie die Felge danach aussah. Das ist nämlich der wichtige Nachsatz, weil wann immer man eigentlich ein Snakebite im Mantel hat, also hat man... Der Mantel ist kleineres Problem. Richtig. Oder man hat viel zu wenig Druck gehabt. Also da meistens liegt es dann doch da wie auch immer leider. Kann man verhindern. Vielleicht kann man es aber auch mit Volume Spacern verhindern. Die Überleitung sitzt wieder. Da hast du ja auch ein wunderbares Video gemacht am Montag dazu. Und der Lukas Boger hat ja noch dazu geschrieben, dass er Loctite empfehlen kann bei Volume Spacern. Gerade bei RockShox meint er, dass sie sich bei ihm da schon gelöst haben. Also Volume Spacer, die kleinen Plastikdinger, die man in die Gabel reinmachen kann. Und er meint, man kann die mit Loctite einfach ein bisschen fester verschrauben, um dem zu entgegnen. Ich habe es jetzt selber noch nicht erlebt, aber vielleicht, falls ihr das Problem habt,
Ist es auf jeden Fall, ist eine gute Lösung, genau. Und the crazy Quad Rider fragt, ob das mit den Volumenspacern besonders bei Hardtails richtig Sinn macht. Ja und nein, es kommt wirklich drauf an, was man machen will. Wenn man richtig schreddern will damit, dann ja, Volumespacer auf jeden Fall. Aber wenn man das dann zum Beispiel sehr effizient über lange Strecken treten will, dann macht es natürlich nicht Sinn, wahnsinnig viele Volumespacer reinzuklatschen. Weil entweder nutzt man dann den Federweg gar nicht mehr, um am Anfang trotzdem so dem Wippen so vorzubeugen. Oder man wippt halt relativ viel rum, was dann auch ineffizient ist. Das heißt, ihr müsst euch einfach wieder entscheiden, worum es geht. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die News. Hallo, halt mal, Kollege. Wir haben doch noch was Neues. Oh ja. Unsere Lieblingsrubrik Sprechen Sie Mountainbike. Und diese Woche haben wir das Wort Stees für euch vorbereitet. Malik hat es vorbereitet. Hier die Definition. Ja. Mit dem Begriff Stees kann man eines der größtmöglichen Komplimente im Mountainbikesport aussprechen. Entsprungen ist der Begriff der Hip-Hop-Bewegung der 80er Jahre in den Vereinigten Staaten als eine clevere Wortneuschöpfung aus der Kombination von Style und Ease, zu Deutsch Stil und Leichtigkeit. Jemand mit Stees gelingt es also sehr ansehnlich zu fahren und dabei auch komplexere Fahrmanöver einfach aussehen zu lassen. Das hast du sehr schön definiert, Malik, würde ich sagen. Und man kann das zum Beispiel benutzen, indem man sagt, Alter, übelst steezy gewesen, der Sprung, den du gerade gemacht hast. Oder Malik Hase ist übelst der steezy Typ auf dem Fahrrad. Max Jakubowski ist der steezy one. Kennt ihr noch den Song? Da gab es auch mal einen Song hier. Put some steez in my whip. Put some steez. Ja. Twisted so it's sideways. Boosted off the... Okay, bevor die GEMA kommt. Jetzt in den Mund. Wir haben diese Woche nur zwei News-Themen für euch, die dafür umso spannender. Und zwar das eine davon ist das neue Commercial DHV5-Rad, das jetzt endlich bald erhältlich ist, nach 28 Podiumsplätzen im World Cup. Wirklich ein Rad, auf dem man wohl gut Fahrrad fahren kann. Und da gibt es einige spezielle Details drüber, die irgendwie gar nicht so gut rausgekommen sind in den Medien. Da dachten wir, müssen wir mal genauer einsteigen. Richtig, genau. Es gibt, also das Fahrrad hat alles an Einstellmöglichkeiten, die man sich irgendwie wünschen kann. Da wird mit Flipchips gearbeitet und die Kettenstreben sind beliebig lang einstellbar. Und die Dämpferposition ist einstellbar, also alles, was man bisher das kannte, kennen wir alle schon. Aber es gibt eine Neuigkeit, die so ein bisschen unter dem Radar war, und zwar ist es bei dem Fahrrad so, man hat die zwei Sitzstreben und die sind mit einer Brücke verbunden, das ist jetzt erstmal nicht speziell, das ist ja in vielen Fahrrädern so, normalerweise. Also quasi hinten oben. Hinten oben, genau. Und die sind aber normalerweise verschweißt. Und bei dem Kommerzialrad ist es jetzt so, dass da eine Brücke reingeschraubt ist, das heißt, du kannst sie auch rausschrauben und durch eine andere, weniger steife oder steifere Brücke ersetzen. Und dadurch ändert man sozusagen den Flex des Hinterbaus und damit auch die Dynamik, wie das Fahrrad fährt und wie es sich auf einer Strecke bewegt. Und ich finde es super cool, weil früher konnte man zum Beispiel, wenn man auf einer Strecke eher Flexi Hinterende vom Rad haben will, dann hat man das über die Speichenspannung gemacht. Und jetzt kann man eben auch damit arbeiten, weil Speichenspannung halt immer auch so ein bisschen die Stabilität des Laufrads gefährdet. Und ich finde es eine coole Idee. Man muss schon sagen, sehr race-spezifisch, aber spannend auf jeden Fall, dass es irgendwie immer neue Entwicklungen gibt und die Hersteller sich immer was Neues einfallen lassen. Was auch cool an dem Rad ist, ist, dass es in verschiedensten Größen kommt und dabei auch unter anderem XS dabei ist, was ja relativ selten ist. Das heißt, auch die Newcomer, die jungen Shredder haben da ein Rad für sich, auch die kleineren Menschen vielleicht, die einfach sonst keine passende Größe finden, finden damit ein Rad, auf dem sie gut arbeiten können. Was aber ein bisschen verwunderlich ist, ist, dass irgendwie gerade nur die, also teilweise Modelle, gerade zum Beispiel das Topmodell, nur in M und S vorzubestellen gibt. Da haben wir uns ein bisschen gewundert. Aber das ist anscheinend nur jetzt vorübergehend so und die ganzen Modelle kommen dann auch schon noch in XL und L raus. Also keine Sorge, die gibt es nicht nur in den kleinen Größen. Genau, gibt es ab Mitte des Jahres dann wahrscheinlich, werden die ausgeliefert, die größeren Modelle. Ansonsten finde ich noch sehr spannend, der Idler, also die Umlenkrolle für die Kette auf der einen Seite, ist ja so ein bisschen verschalt. Jetzt würde man davon ausgehen, dass es nur auf der Seite verschalt ist, aber es ist auch so auf der anderen Seite. Das sieht ein bisschen cleaner aus dadurch vielleicht, also es ist jetzt insgesamt nicht clean, das so zu verschalen, aber bisschen symmetrischer halt und ich frage mich, ob das so der erste Schritt von einem Trend ist, in der Räder einfach insgesamt mehr verschalt werden. Also wo auch zum Beispiel ein Dämpfer, selbst wenn er nicht im Rahmen, wie zum Beispiel bei Scott liegt, auch draußen verschalt wird, irgendwie einfach, dass er weg ist oder sowas. Ja, ich glaube schon, so der Trend ins Cleanere kann schon gut was sein. Ja, also das finde ich durchaus spannend. Dann müssen wir mal schauen, was da in den kommenden Jahren so passiert. Auf jeden Fall. So, dann gab es noch den Strava-Jahresbericht, Jahresrückblick, wenn man so will. Da sind ein paar spannende Fakten auf jeden Fall dabei gewesen. Ja. Unter anderem ein paar No-Brainer, würde ich mal sagen. So zum Beispiel, dass ältere Menschen tendenziell mehr E-Bike fahren. Ist, denke ich mal, ein bisschen logisch. wobei es auch unter Jüngeren beliebt ist, wie man bei uns sieht. Aber es sind auch ein paar spannende Sachen noch dabei. Zum Beispiel, dass der höchste E-Bike-Anteil in der Schweiz ist und dort jeder 10. Radler ein E-Bike hat. Das heißt,
Also es ist schon, ist jeder, crazy einfach. Ja, also, ist crazy. Also jeder zehnte Radler hat einen E-Fahrer hochgeladen. Ja. Und auch in Deutschland und Österreich und Schweiz kam es aber insgesamt zu einer ziemlichen Steigerung an E-Bike-Fahrten. Also die Menge an Menschen, die mindestens ein E-Bike-Upload getätigt haben, hat um 1% zugenommen. Das mag jetzt mal nicht viel klingen, aber wenn man sich überlegt, wie viele mehr E-Bikes das auf einmal sind, die da auf den Markt gespielt wurden, das ist schon wirklich crazy. Und was ich persönlich den schönste Fakt fand, bei Trail-Aktivitäten ist es wohl um 55% wahrscheinlicher, dass sie in Gruppen stattfinden, also gegenüber zum Beispiel Laufen in der Stadt oder Rennradfahren. Einfach ein sozialer Sport. Ja, richtig, richtig. Und würde uns mal noch interessieren, wie viel Höhenmeter denn ihr oder Tiefenmeter, was auch immer, worauf ihr Wert legt, ihr in eurem Strava-Jahresrückblick habt. Richtig. Und dann schauen wir mal in Banger der Woche. Der Banger der Woche kommt diese Woche von Boris Tetzlaff aus dem weit entfernten Österreich. Ich finde, das sieht man einfach schon daran, dass da die Lage noch ganz anders ist. Da staubt es noch einfach vor 2 Wochen oder wann der Clip her war. Und ich finde es richtig cool, vor allem das Ende davon nämlich. Ja, eine schöne Rechts-Links-Kombo. Ja. Schön den Dust in die Luft geschossen. Ja, macht richtig Spaß mit anzugucken. Aggressivität rein. Also muss sagen, das ganze Video ist sehr schön, aber die das Ende. Am Sonntag setzen wir uns mal mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinander. Da ist nämlich letztens was rausgekommen und wir fragen uns, ob das uns vielleicht bald arbeitslos macht oder so. Montag kommt dann ein Video mit Max zum Thema flache Kurvenfahren. Richtig, und am Mittwoch geht es um Fahrtechnik in nassen Konditionen mit diesem Fahrradfahrer und Moderator. Ganz komisch introduced. Und am Freitag gibt es eine Show. Mit diesem Fahrradfahrer und Moderator und sehr gut. Ich würde sagen, wir beenden die Show jetzt hier. Lasst uns viele Kommentare da, zum Beispiel, wie viel ihr dieses Jahr gefahren seid, Höhenmeter, Distanz, ob ihr bei Zara shoppt, ob nicht. Vergesst beim ganzen Kommentieren nicht den Daumen hoch unter dem Video für weitere Shows in der Zukunft. Richtig, womöglich auch das Abo, ne? Könnte man sich auch überlegen. Als Weihnachtsgeschenk für uns hier nämlich. Ja. So, zack, genau. Ja, und dann euch mal ein schönes Wochenende, ne? Ja, viel Spaß beim Fahrradfahren. Tschüssi. Malik, was macht ein Schwabe am 4. Advent? Der ist jetzt ja bald. Spare. Sowieso, aber er setzt sich auch mit 2 Kerzen vor den Spiegel. Also spare. Gut.